Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir einen weiteren FIFA Talk am Start und zwar werden wir heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18 reden und zwar habe ich heute drei Themen für euch vorbereitet und falls ihr das Ganze feiert, falls ihr das öfter sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da und dann starten wir direkt mit dem Thema Nummer 1 und zwar ist das der WM-Modus, der wahrscheinlich wieder rauskommen wird in FIFA 18. Ja, viele haben es vielleicht mitbekommen oder damals können sich die Spieler noch daran erinnern und zwar gab es in FIFA 14 einen WM-Modus in Brasilien. Ja, da konntest du in Ultimate Team reingehen und dann nochmal einen Punkt anklicken und dann warst du im WM-Modus drinnen. Dort konnte man Packs ziehen, dort konnte man Turniere spielen, also dort konntest du Gameplay ganz normal spielen und dort konntest du dein Team bauen und so. Das Ganze natürlich mit den Nationalmannschaften, die da eben dabei sind. Und ich denke mal, das wird es in FIFA 18 auch geben, denn da ist ja die WM in Russland am Start. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. In diesem Modus sind die Spieler alle untradable, das heißt, du kannst sie nicht verkaufen und du kannst sie auch nur für 0 Münzen abstoßen. Aber es ist ganz cool, weil es einfach eine Abwechslung ist. Und ja, Freunde, das wollte ich euch auf jeden Fall gesagt haben. Das ist ganz fresh, finde ich. Und dann kommen wir hier auch schon zum zweiten Thema und zwar zu The Journey und zwar gibt es da einige neue Infos und die gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell durch und zwar, ja, gehen wir hier zum ersten Punkt. Das große Ziel von Alex soll Real Madrid sein, das könnte sehr, sehr gut stimmen, denn Ronaldo ist ja mit dabei und das wäre schon ganz cool, wenn da am Ende Ronaldo mit Alex Hunter zusammenspielt. Okay, The Journey wird sich über 6 Kapitel erstrecken, in denen Alex Hunter rund um die Welt geschickt wird. Das passt sehr, sehr gut mit dem einen Bild zusammen, was wir schon mal besprochen haben. Und zwar sieht man da 6 verschiedene Ligen und das passt jetzt sehr gut mit den 6 Kapiteln, also das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Bisherige Charaktere wie seine Mutter, sein Großvater oder sein Manager Michael Taylor werden wieder dabei sein. Es wird aber auch neue Charaktere geben. Im Trailer ist eine Frau zu sehen, möglicherweise die Freundin von Alex. Ja, also die Freundin könnte das sein. Es sind auf jeden Fall neue Charaktere drinnen. Das ist aber auch ziemlich logisch, denn neue Season sozusagen von The Journey, also Hunter Returns, einfach die neue Staffel sozusagen. Da ist auch klar, dass dann neue Charaktere dabei sind. Okay, neben Alex Hunter sollen auch andere Charaktere spielbar sein. Ja, es soll sie nicht nur geben, sondern man kann sie auch spielen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ob da jetzt irgendwie ein Freund von Alex Hunter dann gemeint ist oder ob da Cristiano Ronaldo dann mit gemeint ist oder ob man kurz in den Kopf von seiner Mutter eintauchen kann oder so. Ich habe keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Schreibt auf jeden Fall dazu eure Meinung in die Kommentare. Okay, man wird die Frisur und das Outfit von Alex anpassen können. Das habe ich auf jeden Fall jetzt schon von vielen Seiten gehört. Und zwar kann man da zum Beispiel auch Tattoos und so dran machen an den Alex. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz cool. In Dialogen wird man wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten haben. Diese sollen sich in FIFA 18 stärker auf den Verlauf der Geschichte auswirken als bisher. Das finde ich sehr, sehr cool, denn in FIFA 17 war das eben so, dass du eine Antwort gegeben hast und dann ging es eigentlich genauso weiter wie bei jedem anderen. Und in FIFA 18 soll das eben ein bisschen einen stärkeren Einfluss haben. Das Problem für EA ist einfach nur, wenn die für jede Antwortmöglichkeit einen neuen Weg einschlagen, dann hat dieses Spiel 100.000 Ecken und Kanten und das kann EA dann im Endeffekt schwer wieder zusammenführen. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Denn am Anfang beginnt jeder gleich und dann geht jeder seinen eigenen Weg und von diesen Wegen da, die ganz verschieden sind, wieder zum selben Punkt zu kommen, ist glaube ich nicht so leicht, wie man sich denkt. Und ja, dann kommen wir zum letzten. Und zwar, man kann die Partien im lokalen Multiplayer mit einem Freund im Coop spielen. Also Coop heißt einfach zu zweit mit einem Freund und das finde ich sehr, sehr cool. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn man in FIFA 19 dann vielleicht online spielen kann bei The Journey. Denn das fehlt, finde ich, ein bisschen. Denn das Einzige, was mich halt stört bei The Journey, ist einfach, dass das nur offline geht. Okay, Freunde, wir kommen jetzt zum letzten Punkt und das sind Arena-Hintergründe in FIFA 18, ja. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn man die Arena manuell umstellen könnte. Ich denke aber erst, dass es vielleicht zu FIFA 19, FIFA 20 kommen würde als neues Gadget. Also zu FIFA 18 ist vielleicht schon ein bisschen spät. Aber ich denke mal, ihr habt da ein paar Bilder schon gesehen und ich habe jetzt auch noch einige selber designt. Und ja, das war eigentlich ziemlich viel Arbeit. Sind nicht ganz so geil geworden, weil ich das halt einfach auch nicht so gut kann. Ich bin halt kein Designer oder so. Aber da habe ich auf jeden Fall jetzt hier Paris am Start. Und dann haben wir hier so Gletscher, einfach so einen Winterhintergrund, würde ich fast sagen. Dann hier nochmal so einen Winterhintergrund mit so einem See. Dann geht es hier weiter mit so einer Rennstrecke. Ja. Und dann kommen wir zu einem Sonnenuntergang. Und als letztes haben wir hier noch einen Wasserfall am Start. Sieht auf jeden Fall alles ganz interessant aus. Und das würde ich einfach feiern, wenn du
in der Arena den Hintergrund ändern könntest und dann hast du einfach ein ganz anderes Feeling im Game. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Habt ihr irgendwas auszusetzen? Habe ich irgendwas vergessen? Schreibt mir das alles rein und wir sehen uns im nächsten Video und ciao!